Es gibt aber gewisse Dinge, die muss man einfach mal offen auf den Tisch legen. Ich soll meine Fresse halten. Anzeige ist raus. Ja gut, dann halte ich die jetzt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und das zitiere ich jetzt mal nur dem kleinen Halb. Nee, scheint einfach zu wenig Beachtung geschenkt worden zu sein. Hier habe ich Dienstgericht für Richter beim Landgericht Leipzig, hat ihm bis auf Weiteres untersagt, die Amtsgeschäfte als Richter wahrzunehmen. Ja, heute machen wir mal was anderes. Wir befassen uns mit einer Entscheidung wegen des N-Worts. Hi und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Alex Boos, Anwalt Mainz. Ja, Freunde, kleines Wort vorab. Ich habe es ja schon in einem Short gesagt. Wir stoßen mit verschiedenen Themen, insbesondere hier AfD-Thema, in Anführungszeichen. Eigentlich ging es ja um Israel und die Hamas. Auch damit stoßen wir in Bereiche vor, die uns neue Leute bringen. Auch Leute, die Dinge vielleicht ein bisschen anders sehen als ich oder als ihr. Ich habe da schon wilde Kommentare gelesen. Einer meiner Favorites war, ich soll meine Fresse halten. So ist es. Ja gut, dann halte ich die jetzt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Nee, ich halte sie nicht. Wir machen weiter. Und wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, nicht so viel füttern. Sachlich diskutieren gern immer, also bitte nicht falsch verstehen. Ja? Wenn da jemand eine andere Meinung hat, mitteilen und dann können wir drüber reden oder können drüber sprechen. Aber sowas wie Fresse halten, ja, weiß ich auch nicht. Auf sowas antworte ich bestimmt nicht, das nehme ich dann eher raus. Und wenn es auch mal zu krass wird, geht es halt auch mal mit dem Spruch, Anzeige ist raus. Bei diesem Spruch nicht, fand ich jetzt, wie gesagt, kann man sich jetzt drüber streiten. Beleidigung, ja, nein, habe ich auch keine Zeit für. Aber wohlgemeinte Warnung, also wenn es zu krass ist, sitzen hier genug Leute im Büro, die gerne sich mal an solchen Strafanzeigen versuchen. Soll keine Drohung sein, ist es auch nicht. Es ist einfach nur eine konsequente Ankündigung. Also, jetzt weiter im Thema. Ich habe was Interessantes gefunden. Das ist schon ein bisschen älterer Fall, hat mich drauf gebracht, die Diskussionen oder beziehungsweise gab es ja einige Videos der letzten Zeit in Bezug auf die Verwendung des N-Worts. Manche Leute wollen das gern verwenden, andere nicht und so weiter, blablub. Kurzes Statement vorab, für mich geht dieses N-Wort in welcher Form auch immer überhaupt nicht. Ja, habe auch genug amerikanische Freunde, habe auch Freunde mit afroamerikanischem Hintergrund und mit sonstigem Hintergrund, marokkanisch oder was auch immer, von überall her. Und keiner, den ich kenne, findet dieses Wort cool. Und ich finde es auch nicht cool. Und damit ist es auch so. Gut, und jetzt gucken wir uns mal was an. Es gibt da verschiedene Gerichtsentscheidungen zu dem Thema. Und eine, die ich gefunden habe, die fand ich ganz interessant. Sie betrifft auch jemanden Prominenten. Und zwar, ich blende die Quelle mal ein. Das habe ich auf LTO gefunden und habe damit meine Recherche gefunden. Da geht es um Jens Meyer. Jens Meyer ist wohl ein Politiker, AfD, in dem Fall, und auch Richter außer Dienst. Also war wohl mal Richter gewesen. Und Noah Becker, unterstelle ich mal als bekannt, Sohn von dem ehemaligen Tennisspieler Boris Becker. Der Hintergrund der ganzen Auseinandersetzung war ein Tweet. Oh, Telefon, kleinen Moment. Ich habe mal das Urteil rausgezogen. Der Herr Meyer. Schauen wir mal hier, ich verlinke das auch. Und da heißt es hier, stellen wir das Ergebnis vorweg. Ganze schon in 2019 passiert. Beklagter wird verurteilt, an den Kläger 15.000 Euro nebst Zinsen zu zahlen. Plus außergerichtliche Anwaltskosten 526 Euro. Gegen dieses Urteil ist Berufung eingelegt worden, sage ich gleich. Dazu kommen wir aber gleich. Ich will das eigentlich wegen dem Sachverhalt mal haben. Und zwar, hier steht es ja auch, bei dem Kläger handelt es sich um einen in Berlin wohnhaften Künstler und den Sohn des ehemaligen Profi-Tennisspielers B. Becker. Ne? Beklagter ist Mitglied des Deutschen Bundestages, Mitglied AfD und Richter am Landgericht Dresden AD. Und es geht um seinen Twitter-Account. Da ist es wohl so passiert. Es ging nämlich eigentlich um ein Interview von Noah Becker. Und da hat dieser wohl auf eine Frage gesagt,
ging in Bezug auf Rassismus, um Deutschland. Und da hat er gesagt, ja, auch ich bin wegen meiner braunen Hautfarbe attackiert worden. Im Vergleich zu London oder Paris ist Berlin eine weiße Stadt. Grüßt mich heute ein anderer schwarzer Mann, verhalte ich mich nach diesen diversen negativen Erlebnissen viel solidarischer mit meinen Brüdern. Und dann ist Folgendes passiert. Auf dem Twitter-Account eines Dritten ist zu dieser Äußerung im Rahmen des Interviews dann als Antwort an diesen Dritten gekommen. Und das jetzt wieder von dem Twitter-Account des Herrn Mayer, also des AfD-Mannes. Und da wurde geschrieben, und das zitiere ich jetzt mal nur dem kleinen Halbnegen, scheint einfach zu wenig Beachtung geschenkt worden zu sein. Anders lässt sich sein Verhalten nicht erklären. Als Absender dieses Twitter-Accounts wurde eben der Beklagte, also Jens Mayer, ausgewiesen. Dann ist Folgendes passiert. Noah Becker hat natürlich gesagt, das geht so nicht, was du hier machst. Der Tweet wurde auch später wieder gelöscht, aber zur Historie einfach mal weiter. Und Noah Becker ist zu seinem Anwalt gegangen und der Beklagte wurde, der Herr Mayer, wurde zur Unterlassung dieser Äußerung aufgefordert und zur Abgabe strafbewehrter Unterlassungserklärung. Das kennen wir ja aus der Rammstein-Thematik zur Genüge. Da gibt es eine Abmahnung. Das und das darfst du nicht sagen. Das unterlässt du jetzt künftig. Du nimmst es raus und unterschreibst mir eine Erklärung, wo drin steht, ich mache das nie wieder. Und wenn ich es mache, zahle ich dir eine angemessene Vertragsstrafe. Herr Mayer hat nicht reagiert, warum auch immer. Und dann ist das Ganze vors Gericht gegangen, nämlich schon 9. Januar 2018. Und Noah Becker hat hier eine einstweilige Verfügung beantragt, einstweilige Anordnung, mit der eben dem Herrn Mayer dann untersagt wurde, das in Bezug auf Noah Becker zu behaupten, diesen Satz, den er da gemacht hat. Die einstweilige Verfügung, habe ich ja gesagt, wenn die dann da ist, wird die zugestellt und dann obliegt es einem selbst, geht man in Rechtsmittel oder erkennt man sie an. Und der Herr Mayer hat sie dann als endgültige Regelung anerkannt. Wie ging es weiter nach der Anerkennung dieser einstweiligen Verfügung, wo er mit Sicherheit sich auch verpflichtet hat, Herr Mayer die Anwaltskosten zu tragen, davon gehe ich aus, gab dann ein neues anwaltliches Schreiben, jetzt geht es dann um Geldentschädigung, ne, wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung, und da hat der Anwalt von Noah Becker geschrieben, nach unserer Auffassung ist das mindestens 15.000 Euro wert und wenn du dich nicht weiter mit uns streiten willst, dann soll sich der Herr Mayer bereit erklären, einen Betrag von 7.500 Euro, also die Hälfte, und Anwaltskostenübernahme von Noah Becker, diese 7.500 Euro an eine karitative Einrichtung zu spenden. Das wollte der Herr Mayer aber nicht und hat das abgelehnt, hat gesagt, es gibt keine schwerwiegende Verletzung des Persönlichkeitsrechts und er sieht sich auch nicht als haftbar an und hat dann auch vorgetragen, der Tweet ist nicht von ihm gekommen, sondern von einem seiner Mitarbeiter. Und das, nehme ich mal vorne weg, konnte später auch nicht widerlegt werden. Das hat sich wohl so herausgestellt, dass es eventuell wirklich ein Mitarbeiter war. Es gab dann auch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen hier gegen Herrn Mayer. Das ist eingestellt worden. Und ja, also strafrechtlich ist es auf der Schiene stecken geblieben, sage ich mal. Aber vor dem Zivilgericht hier, vor Landgericht Berlin, ging es dann eben weiter. Und Noah Becker bzw. sein Anwalt hat dann diese 15.000 Euro eingeklagt. Schauen wir mal rein, Landgericht Berlin. Dem Kläger steht der geltend gemachte Geldentschädigungsanspruch zu. Dann kommen die weisen juristischen Worte. Ob eine so schwerwiegende Verletzung des Persönlichkeitsrechts vorliegt, dass die Zahlung einer Geldentschädigung erforderlich ist, kann nur aufgrund der gesamten Umstände des Einzelfalls beurteilt werden. Hierbei ist insbesondere die Bedeutung und Tragweite des Eingriffs, Anlass und Beweggrund des Handelnden sowie der Grad seines Verschuldens zu berücksichtigen. Dann setzt sich das Gericht kurz und zutreffend mit dem Einwand auseinander. Das hat ja mein Mitarbeiter geschrieben. Und sagt dazu, sollte der Kommentar, wie vom Beklagten behauptet, von seinem Mitarbeiter Richard B. verfasst worden sein, so muss er sich dessen Handeln gemäß 831 BGB zurechnen lassen, weil er diesen als Verrichtungsgehilfen zur Absetzung von Twitter-Nachrichten bestellt hatte. Also, das ist rechtlich recht eindeutig, ist auch richtig, da kommt man nicht aus der Haftung raus. Also er betreibt diesen Account, hat den anderen dafür eingesetzt, die Tweets zu verfassen, dann muss er sich dessen Handlungen auch als eigene zurechnen lassen. Persönlichkeitsrechtsverletzung ist gegeben, sagt das Gericht dann weiter, damit befassen wir uns mal. Die Bezeichnung einer Person als Endpunkt ist nach dem inzwischen gefestigten allgemeinen Sprachverständnis eindeutig diskriminierend, so auch OLG Köln und, greif mal vorweg, viele andere. Gleiches gilt für die hier streitgegenständliche Bezeichnung als kleiner Halb
N-Punkt. Bereits diese Formulierung stellt eine Formalbeleidigung dar, also Landgericht Berlin hier ganz klar, das ist eine Beleidigung, ja, ist auch strafbar, die den Kläger in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt. Die Wortschöpfung lässt an Begriffe aus der nationalsozialistischen Zeit wie Halbjude, Zitat, erinnern und offenbart den dahinterstehenden Rassismus der Menschen aufgrund weniger äußerlicher Merkmale, die eine gemeinsame Abstammung vermuten lassen, als sogenannte Rasse kategorisiert und beurteilt, einhergehend mit einer Diskriminierung all derjenigen, die nicht zu der eigenen Rasse zählen. Der Zusatz klein verstärkt die Herabsetzung nochmals. Und ganz wichtig, einer Güterabwägung bedarf es aufgrund der Formalbeleidigung nicht. Das ist jetzt immer die Frage, nämlich bei der Meinungsfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz, da gibt es ja, kollidieren ja verschiedene Rechtsgüter, also ist das noch von Meinungsfreiheit gedeckt oder nicht, aber immer dann, wenn es eine Formalbeleidigung ist, ja, Arschloch, Drecksau oder sowas, dann ist das eben kein Fall der Meinungsfreiheit mehr und die Meinungsfreiheit kann sowas auch nicht rechtfertigen. Und so ist das im Fall der Bezeichnung, die der Herr Meier hier gewählt hat, eben auch. Beziehungsweise eben sein Mitarbeiter. Der Herr Meier hat dann noch gemeint, weil der Noah Becker sich wohl in einem Interview vom hier 5. Januar 2018 geäußert hatte, er sei nicht wirklich verletzt gewesen hierdurch. Da sagt das Gericht ganz klar, aber hieraus kann entgegen der Ansicht des Beklagten nicht abgeleitet werden, dass ihn die Äußerung nicht beleidigte. Die weitere Äußerung des Klägers in dem Interview, es sei frustrierend zu sehen, dass Menschen in Machtpositionen heute immer noch andere so beleidigen können, sowie der Strafantrag des Klägers gegen den Beklagten wegen Beleidigung zeigen deutlich, dass der streitgegenständliche Twitter-Kommentar vom Kläger als Ehrverletzung empfunden war. Das Gericht teilt dann noch mit, dass die Persönlichkeitsrechtsverletzung auch schwerwiegend ist, enorme Außenwirkung und so weiter und so weiter. Und das auch noch durch einen Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Ja, das ist das ja immer, ne? Das hat jetzt auch gar nichts mit AfD zu tun, aber wenn du in so einer Position bist, dann kannst du gewisse Sachen eben einfach nicht raushauen. Das geht nicht. Und ich muss schon sagen, dass ich da seit einigen Jahren, ja, wenn ich das jetzt sage, dann wird es halt wieder Angst, Angst. Dann wird es halt wieder, kommen bestimmt wieder viele Kommentare, mein Gott. Naja. Los, hau raus jetzt. Ich sag's trotzdem mal, ich finde, also als ich aufgewachsen bin, da gab es ja auch immer politische Diskussionen, aber aus meiner Sicht hat das, ja, ich glaube, das ging so 2016, 17 los, auch mit dem Einzug der AfD in den Bundestag, ich muss es leider so sagen, hat aus meiner Sicht der Sprachgebrauch in diesen politischen Diskussionen schon sehr, sehr harte Züge angenommen, die ich teilweise, also die ich nicht verstehe, die auch nicht sein müssen und die das politische Klima schon sehr gewandelt haben. War es 2017? Man hat Frau Weidel mal gesagt, die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Ich glaube, es war 2017. Müsst jetzt nachgucken, ist egal. Schaut selber nach. Aber es ist halt so ein bisschen, hat sich schon alles ein bisschen verstärkt und da wird natürlich auch mit vielen Reden und Begriffen um sich geworfen. Ich will das jetzt nicht auf die AfD alleine abmünzen. Und das ist ja auch nicht nur die AfD, sondern das sind natürlich einzelne Leute, die da halt auch dabei sind. Wie gesagt, ist nur meine Meinung, gibt auch Politiker von anderen Parteien, die Sachen raushauen. Lassen wir es vielleicht mal so stehen. Aber das Gericht sagt hier gerade in einer solchen Position, da muss man schon eben ein bisschen aufpassen, was man da sagt. Das Gericht hat dann noch darauf abgestellt, dass das natürlich eine besondere Wirkung hat, weil der Noah Becker hier natürlich eine prominente Person ist und weil das entsprechende Kreise zieht. Das ist natürlich auch richtig. Und dann, finde ich auch ganz interessant, schauen wir nochmal rein, sagt das Gericht noch, ferner sind auf Seiten des Beklagten Motiv und Zweck des Eingriffs zu berücksichtigen, also die innere Willensrichtung. Ne? Warum hat er das überhaupt gemacht oder sein Mitarbeiter? Nach dem Vortrag des Beklagten erfolgte der Kommentar im Rahmen einer Diskussion über die Interviewäußerung des Klägers, in denen dieser von Berlin im Vergleich zu London und Paris als eine weiße Stadt sprach und von einem anderen schwarzen Mann als seinem Bruder. Anders als der Beklagte, darauf hat er sich wohl gestützt, vermag die Kammer in den Interviewäußerungen des Klägers eine rassistische Bemerkung nicht zu erblicken. Der Kläger äußert sich in dem Interview zum Problem des aktuellen Rassismus. Er berichtet, aufgrund seiner Hautfarbe attackiert worden zu sein. In diesem Zusammenhang wird für den Leser deutlich, dass sich der Ausdruck weiße Stadt in dem unmittelbar anschließenden Satz darauf bezieht, dass in Berlin im Vergleich zu den beiden weiteren genannten Städten deutlich weniger Menschen mit dunkler Hautfarbe leben. Mit der Äußerung, grüßt mich heute ein anderer schwarzer Mann, verhalte ich mich nach diesen
diversen negativen Erlebnissen viel solidarischer mit meinen Brüdern. Drückt der Kläger für den unbefangenen Durchschnittsleser, ja mal wieder diesen allgemeinen und unbefangenen Durchschnittsleser, erkennbar seine Solidarität mit anderen dunkelhäutigen Mitmenschen aus, die wie er selbst allein aufgrund ihrer Hautfarbe der Gefahr von Attacken ausgesetzt sind. Rassismus hingegen ist eine Gesinnung oder Ideologie, nach der Menschen aufgrund weniger äußerlicher Merkmale, die eine gemeinsame Abstammung vermuten lassen, als sogenannte Rasse kategorisiert und beurteilt werden. Ja, das wird jetzt nochmal wiederholt, was eben vorhin schon zur Formalbeleidigung gesagt wurde. Und dann wird ganz klar gesagt, also auch wenn der Herr Meier meinte, hier liegt schon eine rassistische Äußerung von Noah Becker zugrunde, dem erteilt das Gericht ganz klar eine Absage zu Recht, wie ich finde. Dass es ein Recht zum Gegenschlag in der erfolgten Form gegeben hätte, behauptet selbst der Beklagte nicht. Auch ein interessanter Satz, hätte gar nicht drinstehen müssen. Naja, eigenes Verschulden des Beklagten ist gegeben nach dem Gericht, und zwar auch dann, wenn der streitgegenständliche Kommentar, wie von ihm behauptet, vom Mitarbeiter Richard B. verfasst wurde. Denn dann haftet er nach den Grundsätzen der sogenannten Fiktionshaftung für mangelhafte Organisation. Ja, sogenanntes Organisationsverschulden, also wenn er jemand anderem quasi Zugang und die Aufträge für seinen Twitter-Account da gibt, dann muss er sich das eben auch entsprechend zurechnen lassen. Und das Ganze wird dann noch verglichen mit einem Verleger, der Texte eines Dritten veröffentlicht. So muss erst recht der Kläger, der einem Dritten gestattet, unter seinem Namen Äußerungen zu verfassen, mithin ohne Offenlegung der fremden Autorenschaft Texte veröffentlicht. Ja, ganz wichtig, das war ja für die Äußeren, für Leser nicht erkennbar, ja, wer das hier schreibt. Die denken immer, das ist ja der Account von Herrn Meier, also ist das wohl auch Herrn Meier. Also auch hier der Vergleich mit Verlagsgeschichten und so weiter. Alles aus meiner Sicht zutreffend und lehrbuchmäßig und richtig erklärt. Wird dann noch ein bisschen Bezug genommen auf Accountinhaber und Haftungsmerkmale. Und dann wird über die Höhe der Geldentschädigung gesprochen. Auch das hier gewisser Präventionsgedanke, ja, sowas soll man nie wieder machen, gewisser Strafgedanke und so weiter und so weiter. Und das Gericht stellt dann auch noch auf die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Betroffenen und des Verletzers ab. Sowie die Folgen der Eheverletzung und die Erheblichkeit des Eingriffs in die Sphäre des Betroffenen. Eine Begrenzung der Höhe nach erfährt der immaterielle Schadensausgleich, also nicht materiell, ja, sondern immateriell, durch die verfassungsrechtliche Gewährleistung der Pressefreiheit, die eine übermäßige Einschränkung nicht zulässt. Und dann kommt eben die Meinung des Gerichts und die Kammer hält unter Berücksichtigung von allen Umständen und so weiter und so weiter. Vorbildfunktion als Politiker, Mitglied des Deutschen Bundestages, eine Geldentschädigung von 15.000 Euro für angemessen, aber auch ausreichend. Ja, so ist das gelaufen. Und damit das Urteil erstmal in der Welt. Das Ganze ist dann in die Berufungsinstanz gegangen. Ja. Und zwar vor das Berliner, ja, ist nicht das Oberlandesgericht, sondern in Berlin heißt das Kammergericht, ja, die zweite Instanz. Also hier Streitwert von über 5.000 Euro, daher sind wir beim Landgericht gelandet, zweite Instanz dann normal die Oberlandesgerichte, in Berlin eben das Kammergericht. Der Herr Meier hat sich gewehrt, hat gesagt, das ist ja alles Quatsch irgendwie, das sehe ich nicht ein, ich fechte das Urteil an. Und hier hat man sich wohl, so habe ich dann der Presse entnommen, auf einen Betrag von 7.500 Euro geeinigt. Das heißt, es kam zu einer Berufungsverhandlung, Gericht hat wohl hier seine Rechtsansicht klargemacht. Und hat gesagt, wollt ihr euch nicht einigen, vielleicht auf die Hälfte der Summe, und dann hat man sich auf 7.500 Euro geeinigt. Ich habe dann der Presse noch entnommen, der Anwalt von Herrn Meier, es war wohl ein Parteikollege von ihm, der ihn da vertreten hat, wollte sich zu weiteren Details dieses Vergleichs nicht äußern. Ich habe nur die Aussage gefunden, dass Maximilian Krah, das ist der Anwalt damals gewesen, hat sich wohl gegenüber dem Spiegel geäußert, in Bezug auf das erstinstanzliche Urteil und hat gemeint, die Summe sei grotesk überzeichnet. Hat weiterhin gesagt, hier liegt überhaupt keine schwerwiegende Verletzung der Persönlichkeitsrechte vor. Und sei ja auch nicht verständlich, dass überhaupt sein Mandant jetzt hier herangezogen werde, sondern das hätte ja ein Dritter gemacht. Der Anwalt von Becker, ein Rechtsanwalt Moser, glaube ich, auch ein Medien- oder Presserechtler, hatte gesagt, das konnte ich noch einem Interview entnehmen, dass das Gericht darauf hingewiesen hat, zwei Punkte, Anspruch auf Schmerzensgeld, Grunde nach ja, und persönliche Haftung von Herrn Meier für dieses Accountbetreiben und Verantwortlichkeit für den Tweet auch eines Mitarbeiters auch im Ergebnis ja. Warum das jetzt dann auf die Hälfte hinausgelaufen ist, weiß ich nicht, hat sich auch der Becker-Anwalt nicht geäußert. Er hatte nur gesagt, es ging Herrn Becker eigentlich nicht darum, hier jetzt Geld für sich rauszuschlagen, sondern er wollte ein Zeichen gegen Rassismus setzen.
Ja, also interessanter Rechtsfall hier mal, mit prominenter Beteiligung natürlich. Und da kann man mal sehen, wo die Bezeichnung dieses N-Wortes hinfällt, je nachdem, in welchem Kontext das passiert und natürlich auch, wie das Ganze gemeint ist und wie das rüberkam. War relativ teuer und natürlich auch ein gewisser Image-Schaden für den Herrn Meier gewesen. Ich weiß gar nicht, sitzt der heute noch im Bundestag, Jens Meier? Weiß das jemand? Ich gucke nach. Hier habe ich jetzt erstmal gefunden, der sächsische Verfassungsschutz hat ihn wohl 2020 als Rechtsextremisten eingeordnet. Wow. Ah, nur bis 2021 Mitglied des Bundestages, also im jetzigen Bundestag nicht mehr vertreten. Was finde ich denn hier noch über ihn? Da ist eine Disziplinarverfügung mal gegen ihn erlassen worden im Jahr 2017. Da ging es wohl um rassistische Äußerungen. Aha. Da hat er einen Verweis kassiert. Wow. Na gut, hat ja das eine nichts mit dem anderen zu tun, ne? Boah, da sind ja noch mehr interessante Sachen. Der war als Richter mal befasst mit Verfahren zugunsten der NPD auch. Puh. Ja, da können wir uns ja mal gesondert mit befassen. Also interessanter Zeitgenosse, um es mal so zu sagen. Ich habe aber noch gefunden, Staatsanwaltschaft Dresden, die hatten damals ermittelt, haben das Strafverfahren, wie ich ja gesagt habe, gegen Meier eingestellt, wohl wegen Beleidigung damals. Die Ermittlungen hatten tatsächlich ergeben, dass die Tweets von einem Mitarbeiter abgesetzt wurden. Hat für das zivilrechtliche Verfahren keine Rolle gespielt, habe ich ja mitgeteilt. Wie das dann weiterging, das Verfahren gegen den Mitarbeiter strafrechtlich, weiß ich nicht, müsste man mal gucken. Aber wenn das so war und das die Ermittlungen ergeben haben, müsste er eigentlich verurteilt worden sein, wage ich jetzt mal zu mutmaßen. Aber gut. Mensch, das wäre immer mehr Interessantes. Nachdem er dann nicht in den Bundestag kam, wollte er wohl zurückkehren. Gibt ja einen Antrag auf Rückkehr, auch in den Richterdienst. Das ist ja wie bei Beamten. Also Vorsicht immer, wird immer gesagt, Richter sind Beamte. Das ist ein bisschen anders wegen unserer Gewaltenteilung. Ne? Die Beamten sind ja Teil der Exekutive, während das hier ein Teil der Jurisdiktion ist, ne, der Judikative. Also Gewaltenteilungsprinzip, deshalb Richter, das ist schon sinngemäß mit Staatsbediensteten, sagen wir es mal so. Aber der Begriff des Beamten ist da ein bisschen irreführend. Also jedenfalls hat er Antrag gestellt auf Rückkehr in den Richterdienst und das ist ihm versagt worden. Hier habe ich Dienstgericht für Richter beim Landgericht Leipzig hat ihm bis auf Weiteres untersagt, die Amtsgeschäfte als Richter wahrzunehmen und im Dezember 2022 wurde entschieden, dass er in den vorzeitigen Ruhestand versetzt wird. Dagegen ist er wohl in Revision gegangen, Bundesgerichtshof, Dienstgericht in dem Fall, Revision zurückgewiesen. Begründung bei diesen Themen ja immer das Gleiche. Man sieht eben gewisse Schwierigkeiten und insbesondere sieht man keine Gewährleistung dafür, dass er als Staatsdiener jederzeit für freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintreten wird. Also das wird ihm quasi abgesprochen und man hat da Zweifel dran. Und in diesen Fällen verwehrt man dann entsprechend den Rückkehr in das Beamten- oder in das Dienstverhältnis hier. Ja. Also das ist natürlich heftig. Ich glaube, ich habe da mal eine interessante Doku drüber gelesen. Das muss dann er gewesen sein. Da ging es nämlich auch um einen Richter, der versucht hatte, da zurückzukehren kürzlich und gescheitert ist. Ja, weil man eben sagt, das sind Leute, die im Staatsdienst sind und da brauchst du eine gewisse Gesinnung für freiheitlich-demokratische Grundordnung, ja, und Wahrung des Grundgesetzes und so weiter. Und das hat man bei ihm wohl nicht als gegeben angesehen. Das ist natürlich heftig. Aber spricht natürlich auch für sich. Tja. Also, wie ich gesagt habe, interessanter Zeitgenosse. Ja, so viel dazu heute. Das war unser Fall. Noah Becker gegen Jens Meier. Bis zum nächsten Mal und tschüss.